Was ist eigentlich der Sinn von Liebeskummer und hat das überhaupt einen Sinn? Oder ist es ein Gefühl, was wir eigentlich dringend eliminieren sollten? Genau das schauen wir uns jetzt gleich an und bleibt noch kurz dran, es kommt das Intro und dann geht's gleich los. Willkommen bei deinem Podcast für eine moderne und integrale Gesundheit. Entdecke Hintergründe und neue Zusammenhänge aus westlicher und traditioneller Medizin. Schön, dass du dabei bist. Also ich fand die Frage total spannend. Wozu brauchen wir Liebeskummer? Ich glaube, jeder hat das schon gefühlt, also dieses Verlustgefühl. Und spontan könnte man ja meinen, es ist eigentlich völlig sinnlos, dass dieses Gefühl existiert. Aber wenn wir es jetzt mal runterbrechen als das, was es wirklich ist, dann ist es erstmal nur ein Gefühl. Also es ist ein chemischer Cocktail aus Hormonen und Neurotransmittern, der in uns irgendein Gefühl macht, was in Folge hat, dass wir uns abgespaltet fühlen. Also das Gefühl der Trennung spielt eine große Rolle, gerade beim Liebeskummer. In Liebe haben wir das Gefühl, verbunden zu sein, also in Einheit zu kommen, zu verschmelzen mit dem Gegenüber. Und beim Liebeskummer ist ja das auslösende Phänomen, ich fühle mich eben gerade von diesem Partner, mit dem ich verschmelzen möchte, getrennt, abgelöst. Und damit letzten Endes abgekoppelt vom Universum, von allem, mit dem ich mich sonst verbinden könnte. Und das ist ja auch das, was wir beim Sex so gerne spüren, was wir beim Orgasmus so gerne fühlen. Also diese kurzen Sekunden von Verbundenheit, von tiefer Verschmelzung. Und es gibt aber noch eine Methode, wie du diese Verschmelzung viel, viel länger in dir haben kannst. Und das ist schon dieses bisschen abgetroschene Wort Bewusstsein. Und ich kann es selber schon kaum noch hören, weil irgendwie an jeder Ecke gibt es Achtsamkeits- und Bewusstseinstrainer. Aber wir kommen nicht an dem Thema vorbei, weil wenn wir bewusst wären, müssen wir erstmal die Frage stellen, wessen oder welcher Sache muss ich mir denn bewusst werden? Und zwar ist erstmal das Bewusstsein über das, was wir sind, was ich selber überhaupt bin. Und wenn ich dort eben das Gefühl habe, dass ich dieses Fleischklöpfchen bin, was ja irgendwie im Universum rumschippert und was da getrennt von allen anderen ist, okay, dann kann natürlich relativ schnell dieses Gefühl auftauchen von, ich bin auch getrennt von allem. Also alles andere ist gerade, ich bin einsam, ich bin verlassen und alles andere ist gerade verloren gegangen. Und genau diese Illusion, diese fälschliche Annahme braucht es häufig, damit wir dank dieses Schmerzes, der mit diesem Liebeskummer verbunden ist, in die Aktivität kommen, uns klar zu machen, was wir denn wirklich sind. Und mich haben meine Liebeskummerphasen immer auf eine gigantische Reise geschickt. Und ich hatte also Phasen, wo ich wirklich 2 Jahre Liebeskummer, tiefen Verlustschmerz hatte, das Gefühl von getrennt sein. Und das hat mich auf eine damals unheimlich harte, aber jetzt in der Rückschau eine wahnsinnig wertvolle Reise mitgenommen. Nämlich in das mich zwingen, mich damit zu beschäftigen, weswegen ich eigentlich hier bin, was ich genau bin, was meine Lebensaufgabe ist. Und ein tiefes Bewusstsein zu bekommen, dass ich ein Teil, ein winziges Teilchen von diesem riesengroßen Rad bin, was wir Universum nennen können. Du kannst es auch, kannst es Gott nennen. Also welche Begrifflichkeit dir dafür einfällt. Und ich glaube, dass Liebeskummer in den meisten Situationen wirklich als brutale, aber liebevolle Einladung des Lebens zu sehen ist. Dich wieder mehr deinem inneren Kern, deinem inneren Wesen, deiner inneren Größe und Schönheit zuzuwenden. Und selbst wenn du gerade das ganz weit weg fühlst und merkst, da ist gerade nur Schmerz, da ist nur Leid, dann müssen wir häufig erkennen, dass wir ohne dieses Leid nicht in die Puschen kommen würden. Wir würden einfach sagen, das ist doch schön so, wie es ist, lass es so. Alles gut, bleibt alles beim Alten und wir würden unser Leben so durchlümpeln und irgendwann, wenn wir in die Kiste steigen und sagen, ja, wir haben es mal wieder bis zum Ende geschafft. Aber gerade Liebeskummer ist so ein unheimlich mächtiges Instrument, das uns verführt, dahinter zu schauen, uns näher mit uns zu beschäftigen. Weil letzten Endes ist der Partner, den du gerade liebst und den du vermisst, der dir diesen Schmerz auslöst scheinbar, ist nur der Spiegel, der dir in dir selbst diese Form von Getrenntheit offeriert. Also mit anderen Worten, der Partner hat gar nicht die Macht, dir ein Gefühl von Verbundenheit zu produzieren, weil auch das entsteht nur in dir. Also alle Gefühle, alle Wahrnehmungen, die du in dir hast, entstehen durch deine eigenen Neurotransmitter oder durch deine eigenen Hormone.
Und der Partner ist niemals in diesem Leben in der Lage, dir dieses Gefühl zu projizieren. Aber er kann dir ein super Spiegel sein, der in dir bestimmte Mechanismen auslöst und die erfüllen lässt. Und die große Chance, die daran liegt, ist, dass du erkennst, dass dieser Spiegel nicht nur dazu dient, um dir negative Gefühle zu produzieren, sondern dass du selber Herr deiner Gefühle werden kannst, Frau deiner Gefühle werden kannst und damit auch eine Handhabung bekommst, dir positive Gefühle zu machen, dich verbunden zu fühlen und auch ohne eine andere Person dich total angebunden, liebevoll und in diese Einheit reinzuspüren. Und das ist das Geschenk, was ich dahinter sehe, was ich erfahren durfte. Und das ist nichts, was ich vom Kopf begründen könnte. Das ist nicht mal was, was ich dir mit harten Fakten jetzt erklären kann. Also die Biochemie kann ich erklären. Ja, das, warum dort Liebe zustande kommt, warum dieses Bezugsempfinden dazu kommt. Und das lässt sich alles schön mit Oxytocin und Dopamin. Und ich kann dir das hoch und runter beten. Deswegen wirst du es selber niemals fühlen. Deswegen reden wir eigentlich bei diesem Fühlen von einer ganz anderen Sprache, die es braucht. Eine Sprache, die dein Kopf nicht mitgehen kann, die dein Herz dafür umso stärker fühlt. Und ich lade dich ein, dort diesen Mut zu haben, in dir selber erstmal zuzulassen, dass diese Gefühle hochkommen. Und häufig unterdrücken wir die. Häufig nutzen wir Mechanismen, wie wir uns ablenken. Also wir fühlen Liebeskummer. Was machen wir? Wir rennen zu einer Party. Wir treffen uns mit vielen Freunden, wir reden darüber und finden vom Kopf klassische Argumente, warum der Partner jetzt gerade doof ist und warum ich jetzt besser bin oder andersrum. Vielleicht völlig egal, was der Kopf gerade für eine Argumentation bringt. Der Fakt ist der, dass dir jegliche Argumentation aus deinem Kopf keinen Frieden beschert. Sondern die Einladung, der einzige Weg, der dir wirklich Freude und Liebe wieder zurück in dein Herz bringt, ist zu dir zu schauen und über dich zu lernen, über deine Biochemie wieder an dein wahres Sein heranzukommen. Erstmal anzunehmen, dass da gerade ein Scheißgefühl da ist und das nicht wegmachen zu wollen, sondern zu sagen, ich fühle gerade tiefen Schmerz in mir. Und wo fühle ich diesen tiefen Schmerz? Wo kann ich das genau verorten? Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, es gibt also super Trainer dafür, die... Und du bekommst den Kontakt gerne von mir, also kontaktiere mich gerne dazu. Ich gebe das gerne weiter. Ich mag das jetzt hier nicht in die Runde werfen, weil das ist nicht wie so ein Wühltisch, wo man einfach mal reingreift und zufällig was rausbekommt, sondern das braucht eine gewisse Passion, die man dort spürt. Und es hat auch einen Wert, diesen Weg zu gehen. Und deswegen ist es wertvoll, wenn du diesen Weg gehen möchtest. Und ich möchte dir jetzt auch genau mit diesem Wert weitergeben. Aber sei dir sicher, dass dich Menschen begleiten in deinem jetzigen Leben schon. Und sei es über das Schauen dieses Videos, die an deiner Seite gehen und dir wie so eine Art Bergführer sind, dich leiten können, die dir helfen können, aus diesem Schmerz herauszukommen, in diesen tiefen Frieden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle letzten Endes nur aus einem Grund hier sind. Nämlich, um aus dieser Illusion von Getrenntheit, dieser Illusion von, du bist gerade das und ich bin gerade das. Und mein Partner, den ich liebe, der ist gerade das. Und wenn mich mein Partner verlassen hat, dann ist er gerade das. Aus dieser Illusion von, da ist was anderes, rauszukommen, die Erlösung zu finden. Und Erlösung klingt jetzt schon nach so etwas Magischem, nach irgendwas Hochkantitelten oder Göttlichen. Bezeichne es so, wie du es magst. Ob du das Universum nennst, Gott, Energie, was auch immer du dazu bezeichnest, es spielt eigentlich keine Rolle. Sondern was wirklich eine Rolle spielt, ist dieses Gefühl in dir, dass du spürst, dass in diesem Schmerz deine Heilung steckt. Und wenn du bereit bist, bestimmte Schritte, bestimmte Erkenntnisse zu machen, dass sich deine Heilung und deine Freude, dein Glück gar nicht mehr verhindern lassen. Die sind schon da, die sind jetzt schon da, die warten drauf, gelebt zu werden. Und alles, was dich gerade davon abhält, dieses Potenzial, was da in dir wohnt, zu leben, ist deine Illusion davon, dass du irgendwas anderes bist. Denn in Wirklichkeit spürt dein Herz jetzt schon, dass du ein Teil von mir bist, dass ich ein Teil von dir bin und dass alle Menschen, die dich umgeben, ein Teil von dir sind und du einer von ihnen.
Und der Kopf sagt vielleicht, nee, das will ich aber gar nicht. Das sind totale Arschlöcher in meiner Firma oder das sind totale Idioten, die mir das letztens am Bahnhof begegnet sind. Die haben gepult, ja. Auch die sind ein Teil von dir, die sind ein Teil von mir. Und wenn diese Menschen da gerade diesen tiefen Frieden und Liebe nicht spüren, deswegen irgendwie rumpullen, dich blöd vollpöbeln, anmachen, dann nur deshalb, weil sie auch gerade das Gefühl von Getrenntheit haben und sich irgendwie behaupten wollen, das Bedürfnis haben, sich irgendwie größer zu machen, gerade wichtiger zu machen, irgendwie gesehen zu werden. Und du kennst das selber von dir, das Schlimmste ist, wenn wir nicht wahrgenommen werden, wenn wir ignoriert werden. Und diese Menschen nutzen einfach gerade nur jede Möglichkeit, irgendwie gesehen zu werden. Mit dem tiefen Wunsch im Herzen, ich möchte gesehen, geliebt, anerkannt werden und als Teil dieses Ganzen, dieser Einheit empfunden werden. Und vielleicht spürst du, dass die Zeit reif ist, über diesen Schatten, der mich selber auch allzu oft begleitet, drüber wegzuspringen, zu sagen, okay, ich wähle einfach mal die Option, ich nagel es noch nicht mal fest, sondern ich gehe nur in die Möglichkeit, dass ich vielleicht wirklich der Teil von was Großem Ganzen bin, dass ich nie was anderes war. Also, kannst du jetzt vielleicht noch dreimal tief durchatmen? Lass mal diesen Atem in Frieden, in Liebe in dich einfließen. Und spürst, dass auch diese Atemluft, die du jetzt gerade zu dir nimmst, ein Medium ist, was du dir mit allem teilst, mit jedem Tier, mit jedem Mensch, der dich da umgibt, mit jedem Baum. Der Baum nimmt sich das, was er braucht und gibt dir das, was du brauchst. Und genau andersrum, du nimmst dir das, was du brauchst und gibst dem Baum, was er braucht. In einer ständigen Balance, in einem ständigen Austausch, in einem liebevollen Miteinander, Füreinander. Und das wieder in unserem Herz hochkommen zu lassen, das als dauerhafte Präsenz zu leben. Das hat so ein Heilungspotenzial, das ich dir wirklich von ganzem Herzen wünsche. Und ich danke dir, dass du das jetzt gesehen hast, dass du das so lange durchgehalten hast, dass du nicht weggeklickt hast, weil du gemerkt hast, oh, irgendwie brauche ich eine schnelle Lösung, sondern weil du fühlst in dir, ja, da steckt echt mehr für mich drin. Wenn ich das hier kriege, nicht nur hier. Und so würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du bei dem nächsten Mal wieder dabei bist. Nutze also gerne die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu drücken. Und auch wenn das jetzt total profan klingt, aktuell leben ja diese ganzen Medien davon, dass eben diese Algorithmen da eingehalten werden. Und ich danke dir, dass du dort auch eine Unterstützung für mich bist. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen. Das war eine Folge aus dem Podcast für eine moderne und integrale Gesundheit. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Gerne kannst du auch den Kanal abonnieren, um zukünftig alle wichtigen Beiträge für deine Gesundheit zu erhalten. Danke, es ist schön, dass du dabei bist.